der Galaxis. Wir töten es geschaffen. Alle in einer epischen Schlacht für die Ewigkeit. Hallo Leute und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay von Star Wars Battlefront. Heute spielen wir mal wieder Helden vs. Schurken. Und diesmal mit dem Charakter Kylo Ren. Ziel identifiziert. Wow, wir müssen ja vielleicht ein Ziel. Oh, komm schon. Oh, wir haben uns da gerade ziemlich von den Jedi sandwichen lassen. Ich hatte da nicht wirklich eine Chance rauszukommen. Ziel, ja, was war das hier nochmal? Okay, das sieht ein. Okay. Aufgib ich nicht wieder. Identifiziere Ziel. Yoda. Gegner markiert. Boah. Boah, ich habe in dem vorigen Gameplay gesehen, wie stark Kylo Ren eigentlich ist, und jetzt bin ich hier gerade ein bisschen verwundert. Und war gerade auch ein bisschen verwundert, dass man hier einfach so einen Helden wechseln kann. Das ist ja richtig cool. Aber ist er runtergefallen? Jawohl, ich habe ihn einfach in den Abgrund gezogen. Nein, komm schon in den Force-Angriff hier. Oh. Also wenn man mit dem Lichtschwert mit Rey und Kylo Ren gut abblocken kann, ich glaube, damit ist man im großen Vorteil. Und das habe ich jetzt gerade nicht gut herbekommen und Rey hat das richtig gut herbekommen. So Yoda, komm mal hier. Boah. Ziel gesichtet. Wie habe ich das eigentlich gerade geschafft, den Charakter? Also, dass ich denn in diesen Mühe reingekommen bin. Also, ich glaube, darf man alles eh nicht feiern. Ziel identifiziert. Wir haben Yoda auf jeden Fall noch mitgenommen. Hier kommt Rey wieder durchgesprintet und gibt uns. Also ich glaube, wenn man gut mit den Charakteren hier spielen will, muss man eindeutig üben. Das kann dir dann in Galactic Assault, glaube ich, ziemlich von Nutzen sein. Oh.
Gott, Alter, die E-Attacke, die ist ja richtig krass, wenn ein Gegner vor dir ist. Ja, aber jetzt haben wir leider nicht genug Leben für so viele andere Helden. Ah, mit Leertaste, wenn ich tot bin, okay. Aber jetzt bin ich eigentlich doch relativ zufrieden, nachdem ich jetzt rausgefunden habe, wie stark die E-Attacke hier ist. Okay, das ist nicht schlecht. Also wenn man die separieren kann, kann man die dann einfach in dem Sinne Q zu sich heranziehen. Danach tut man die einfach mit F stunnen, wenn das jetzt nicht gerade gefällt hätte. Boah, ich kann mich nicht bewegen. Komm schon, Ray, renne ich die ganze Zeit weg. Ich will hier nochmal die E-Attacke hier ausprobieren. Boah. Hier kommt Yoda. Die E-Attacke. Boah. Da hat mir Yoda gerade richtig hart gegeben. Erstmal wieder ein bisschen heilen hier. Jawohl, jetzt habe ich mal geschafft, die Ray einfach so eiskalt zu besiegen. Alter, die E-Attacke von Kylo Ren, die ist wichtig. Nächstes Mal besser kämpfen, Yoda muss. Weil damit haut man einfach auf den Gegner ein, also. Ich habe jetzt am Anfang gedacht, dass das hier irgendwie nur so ein Sturmangriff wäre. Ziel gesichtet. Eigentlich muss ich killen. Leute. Ah, oh, hab ich sie den Kill? Ja, ich glaube, ich hab den Kill bekommen. Okay, der war jetzt außerhalb meiner Reichweite. Okay, wir brauchen auf jeden Fall nur noch einen Kill, der wirklich von einem das Ziel ist. Danach haben wir gewonnen. Oh weh. Ah, jetzt kann ich hier wieder nicht lenken, nix. Jawohl, wir haben hier gewonnen. Jo Leute, das war wieder eine kurze Folge von Star Wars Battlefront. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen. Ich hoffe, ich habe euch hier ein bisschen auch was erklärt für den Helden, was ihr auch brauchen könnt. Also nicht vergessen, die E-Attacke von Kylo Ren, die ist richtig stark. Ich bedanke mich recht herzlich. Wenn ihr mich supporten wollt, drückt gefällt mir, lasst vielleicht sogar noch ein Abo da, das würde mir sehr viel bedeuten. Jedenfalls danke, bis zum nächsten Mal.